So, Tach. Also, es. Was? Wieso sind wir hier direkt an einer Cutscene? Was? Was haben wir letztes Mal nicht gemacht? Ist schon etwas länger her. Ah! Wir haben Yellowheart verprügelt und dann kam diese Fernsehübertragung. Ja, genau. Deswegen Eden. Ich war kurz verwundert, wer Eden ist, aber nee, es ist nicht wer, sondern was. Eden, die Nation, gegründet von den Seven Sages, hat die gesamte Welt in, hat die gesamte Aufmerksamkeit der Welt. Halt, come on. Es ist einfacher, die Shares von Leuten zu sammeln, deren Aufmerksamkeit du hast. Das ist ein bisschen problematisch für uns. Natürlich machen sie noch immer allerlei böse Sachen hinter den Vorhängen, also im Geheimen. Aber wir tun unser Bestes, um sie aufzuhalten. Mit wem redest du eigentlich, Nepgier, mit uns? War das immer Critical Moment? Oder versuchst du nochmal die ganze Sache irgendwie zu erklären? I don't know. Aber immer wenn es besonders kritisch wird, werden wir von Yellowheart oder den Monsterkindern aufgehalten. Wir sind hilflos. Jedes Mal müssen wir uns zurückziehen. Immer mehr Leute stecken all ihren Glauben in ihn. Es ist ein Teufelskreis. Auch jetzt denken wir ständig darüber nach, wie wir da entgegenwirken können. Wir waren die letzten 10 Jahre unfähig, auch nur einen Schritt nach vorne zu machen. 10 Jahre! Ihr habt jetzt wirklich 10 Jahre gekämpft gegen die Seven Sages in der Ultradimension oder was? 10 fucking Jahre und ihr habt nichts hinbekommen, was wirklich. Was? Okay, wie habe ich mich so als Erzähler gemacht? Ich glaube, meine Zusammenfassung war ziemlich gut, wenn ich das mal so sagen darf. Nebgier has mastered the long-winded monologue ability. Ah, what the goodness? Was ist los mit euch? Diese Dinger funktionieren sogar bei so Sachen wie Erzählungen? Um ein paar Änderungen mal einzuführen, wird das heutige Event in Louis Basilikum stattfinden. Die ganze Zeit Planetunes Hintergrund zu sehen, ist so langweilig. Es wäre mir lieber, wenn ihr mein Basilikum nicht für solche dummen Gründe verwenden würdet. Eigentlich haben wir sogar einen sehr guten Grund, hier hinzukommen. Dein Basilikum ist am nächsten zu der Grenze von Eden. Klar, aber du hast den Leuten gesagt, dass 10 Jahre vergangen sind. Also, das jetzt zu machen, das lässt uns irgendwie dumm aussehen. Außerdem hat sich unser Äußeres und unsere Outfits überhaupt, haben sich unser Äußeres und unsere Outfits überhaupt nicht verändert. Machen wir nie so etwas wie Kleidung kaufen gehen, Ladies? Dass mein Äußeres sich nicht ändert, dagegen kann ich halt nichts tun. Schönheit ist eben eine ewige Last. Sagen wir einfach mal Last, auch wenn Trade eigentlich was Positives ist in der Hinsicht. Aber schau mal, IF und Compa sind jetzt erwachsen und jetzt sind größer geworden und richtige Erwachsene. Was? Es ist immer noch ein ziemlich schwacher Einfluss, wenn es nur auf die beiden begrenzt ist. For me, I'd rather it to like this. Ich weiß gerade nicht, was sie damit ausdrücken will. Was sind Tonfos? Die zweite Hälfte zeigt eine taffe junge Lady. Tough young lad. Es kann alles Mögliche sein, halt. Lad ist quasi. Ah, wie erkläre ich Lad?
nicht unbedingt Anfänger oder sowas, aber schon in die Richtung. Aber ich weiß ja nicht, was Tofas sind. Spinning Tofas around like the world's savior. That'd be cool. Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Hört sich an, als hätte es seine Vor- und Nachteile. Ihr tut schon verstehen, in was für einer schlechten Situation wir hier sind, ha? Huh? Wissen wir. Sollten wir nicht dann eine etwas ernstere Diskussion hier haben? Ist das nicht der Grund, warum wir uns alle hier versammelt haben? Naja, Ernsthaftigkeit mal beiseite, ist in Zeiten wie diese, wo wir niemals vergessen sollten, fröhlich und, ja, halt fröhlich zu sein, würde ich sagen. Wäre ich nicht hier, um dich ein wenig im Zaum zu halten, würdest du die ganze Zeit nur Blödsinn von dir geben. Noah, bitte werde nicht böse. Zu dieser Situation. Warum bist du hier? Wurdest du nicht zerstört? Zu dieser Situation passt grüner Tee am besten. Trink den Tee, den ich euch zubereitet habe, mit meinem brennenden Herzen, um eure Seelen zu beruhigen. Oh, danke. Was für ein aufmerksamer Dude. Ah, Butterfingers. Hä? Sind Butterfingers nicht was zu essen? Aber ich weiß nicht, was es ist. Vorsichtig, meine kleine Freundin. It would be a shame. Ja. Es wäre eine Schande, wenn du kleckern würdest und dir deine süßen Hände verbrennst. Der ist doch von den Seven Sages. Warum ist er Mitglied der Seven Sages in Louis Basilikum? Das wisst ihr jetzt erst. Wir haben ihn repariert. Was? Es ist typisch, einen teemachenden Roboter in einem japanischen Stilschloss zu haben. Nein? Boah, ein teemachender Roboter? Man bekommt nicht immer solche Sternaugen, nur weil jemand das Wort Roboter sagt. Ich würde seine Anwesenheit nicht gerade als Standard bezeichnen. Er wirkt mehr als nur out of place, halt nicht hier hingehörig. Hey, Blani? Ja? Starr mich bitte einfach nicht so an. Es fühlt sich komisch an. Du bist so nett, Blani. Nein, bin ich nicht. So ist das nicht. Versteh meine Tat nicht in irgendeiner Art und in einer falschen Art und Weise. Das rote Gesicht von Lady Blanc ist absolut knuffig. Blani, du bist so süß. Ich bin nicht süß, verdammt nochmal. Ihr Idioten solltet damit lieber aufhören. Trotzdem, ist es nicht irgendwie ein wenig gefährlich? Was, wenn er ein richtig verrücktes Brüllen von sich lässt und die ganzen Tische fallen um oder sowas in der Art? Hey, aber jetzt mal wirklich, rede nicht über mich, als wäre ich so etwas wie ein Ingrate. Oh Gott. Sagen wir einfach mal ein Brutalo. Auch wenn es nicht wirklich passt, aber also nicht von der Übersetzung her. Aber ich finde, es passt gerade in den Kontext. Ist das einfach so, wie du mich siehst? Mein Herz brennt in Trauer. Lady Blanc ist, wenn man es genau nimmt, meine Retterin. Ich werde mein Leben ihr und Louis verschreiben. Yeah! Und so ist das nun mal.
Ich glaube, ich bin nicht dazu geeignet, mich in die Aktivitäten anderer Basilikums einzumischen. Was Blanc sagt, ist Gesetz. Entschuldigung, Blanc. Könnte ich ihn vielleicht auseinandernehmen, einfach nur zum Spaß? Also, einen lebenden Roboter auseinandernehmen? Aus Spaß? Was für ein gefährliches Mädchen! Solltest du ihn nicht selbst fragen? Oh, bitte. Oh, auf jeden Fall. Auch wenn es nur dein Kopf ist. Nur deinen Kopf auseinanderzunehmen, würde mich super glücklich machen. Das ist der wichtigste Part. Nein, das kannst du nicht. Auf gar keinen Fall, Kid. Ah, bitte, bitte, mit Zucker oben drauf. Ich flehe dich an. Ich werde das nur noch einmal sagen. Ich würde gerne eine ernsthafte Diskussion hier beginnen. Oh mein Gott, Blanc sieht aus, als würde sie gleich Amok laufen. Ah, tut mir leid. Ich werde jetzt ernst sein. Du bist entlassen. Gute Arbeit. Verstanden. Ruft mich einfach, wenn ihr noch einen frischen Kessel von meinem leckeren Tee braucht. Auch wenn wir jetzt eine ernsthafte Diskussion haben, es gibt nicht viel, was wir besprechen können. Nicht wahr? Wir verlieren die ganze Zeit gegen diese schreckliche CPU. Und wir können die Monster von dem alten Dude einfach nicht bekämpfen. Dem stimme ich zu. Es fühlt sich an, als würden wir Zeit verlieren, während wir hier rumsitzen, ohne irgendetwas unternehmen zu können. Wir treffen uns einfach nur hin und wieder, um uns gegenseitig anzumaulen. Ah, wir können hier nicht rumsitzen und nichts tun. Ihr kommt erst 10 Jahre später darauf. Wenn wir uns die ganze Zeit Ideen hin und her werfen, müssen wir früher oder später auf einen coolen Plan kommen. Aber wenn ich nachdenke, passiert nichts. Es ist auf jeden Fall Fakt, dass wir ziemliche Probleme haben, mit uns der Sache anzunehmen. Bevor ich es auch nur wusste, haben Leanboxes Shares Bevor ich nur Leanboxes Shares had been reduced by half. Okay, gut, gut. Gehirn, versuch nicht, irgendwelche Wörter hinzuzuerfinden, nur weil sie gerade irgendwie sich gut anhören im Flow des Satzes. Bevor ich es wusste, waren die Shares von Leanbox halbiert. Ja, wenn eine CPU auftaucht, die stärker ist und größere Boobies hat als Word, dann gibt es keinen Grund, ihr nicht zu folgen. Und das sagst du! Mach nicht bitte solche Aussagen, als ob jemand nur auf seine Oberweitengröße reduziert wird. Keine Sorge. Nimm einfach meine Aussage am Gegenteilstag und benutze es gegen Blanc. Wenn du kämpfen willst, komm her. Neptune, das ist vielleicht ein Thema, was du nicht erwähnen solltest. Aha. Ich meine, wir haben dasselbe Problem wie Blanc. Fast. Es gibt einen großen Unterschied zwischen 1 und 0, weißt du? 1 kann zunehmen, aber 0 bleibt immer 0. Oh, Neptune, du bist so tot! Arschloch, du nennst meine Brust eine 0? Hört auf, jetzt! Hört endlich auf, hier so einen Blödsinn abzuziehen. Verdammt nochmal. Ich meine, solltest du nicht am meisten besorgt sein? Du kannst, wenn das so weitergeht, wirst du niemals nach Hause zurückkehren. Ach, die Wahrheit schmerzt. Unsere Dimension hat auch ziemliche Probleme. Immer wenn Histi anruft, kann ich geradezu fühlen, wie es da drüben am Kochen ist. Wir müssen unbedingt etwas unternehmen. Und trotzdem haben wir nicht einen einzigen Plan. Wir haben niemals endende Dialoge. Das ist so hart.
Also, streng genommen, ich. Nein, wir können nicht immer weiter verlieren. Also. Lady Blagra! Ah, lauter als Neb Juniors Schnarchen. Meine armen Ohren. Deine normale Art zu reden ist schon laut genug. Deswegen habe ich dir verboten zu schreien. Erinnerst du dich? Upsis. Alte Angewohnheiten verliert man halt nicht, ja? Aber es fühlt sich so erfrischend an, hin und wieder einfach mal hier alles hinauszuschreien. Oh ja, dem stimme ich zu. Oh, also verstehst du's? Schreien wir uns zusammen die Seele aus dem Leib. Bereit und ja! Hört endlich damit auf! Hast du uns irgendetwas zu erzählen oder nicht? Oh ja, habe ich fast vergessen. Eine dringende Nachricht ist angekommen. Es sieht so aus, als es sieht so aus, als hätten die Seven Sages nichts Gutes vor am Stadtrand. Das ist ziemlich nah an uns dran. Verdammt, jetzt werden sie cocky. Es sieht aus, als müssten wir sie in ihre Base zurückschmeißen. Zurückwerfen, whatever. Aber wenn diese kleinen Monster wieder auftauchen. Wir können diese Chance uns nicht entgehen lassen, unsere Jobs zu tun. Aber okay, tun wir es einfach. Sei ein guter Junge und verteidige das Haus, okay? Danke für den Tee, er war sehr lecker. Seid vorsichtig da draußen, Kiddies. Ich bleibe hier und werde euch anfeuern. You received the Violet Series. You received the Piano Black Series. The Wii 11 Series. X-Round. Interesting. Interesting indeed. Haben wir vielleicht endlich mal ein neues Outfit für dich? Yes, X-Round. Ist es einfach nur ein Recolor? Ist einfach nur ein Recolor. Aber es sieht jetzt wenigstens aus wie, White Heart. Hat ihre Stärke zugenommen? Ich glaube, ihre Stärke hat zugenommen. Nee, ihre Intelligenz ist sogar ein bisschen höher. Dann bleiben wir so. Hattest du noch ein Violet C? Oh, das ist das. Ist es genauso wie den Gek wie die Dengeki Series? Du hast zwar Power verloren, aber dafür Stärke gewonnen. Ja, kannst du bleiben. Passt schon. Du hast nichts Neues, dann bleibst du so. Hä? Ach so. Stimmt ja. Was hast du denn bekommen? Piano Black. Na, du bleibst so. Ich glaube, wir gehen so ein bisschen weiß mit allen Leuten. Was haltet ihr davon? Ja, ich glaube, wir gehen mit allen so ein bisschen weiß. Weiß. Für die Reinheit und Unschuld. Was sagt ihr dazu? Ich find's gut. Irgendwie sehen die Teile vorne an der Hüfte so ein bisschen aus wie Pokebälle. Ich schätze mal, du hast nichts Neues außer Lilac? Ne. So, ja, wer hat denn noch was bekommen? Ich glaube, das war's, ne? Alle CPUs haben was bekommen? Ja. Ne, nicht alle. Sie hat nichts bekommen. Noah haben wir nicht angelegt. Ach, passt schon. Okay, ich würde sagen, dann holen wir uns erst einmal. Oh, Eden ist jetzt als Kontinent, als Nation frei. Interessant. Eieieiei. Na gut. Aha.
Ne? That Bass-Size. Oh, finanziell. Being so powerful feels like we're being overwhelmed. Oh, finanziell. Warum bist du hier nicht als aktiver Charakter drin wie in Rebirth 1? There's a huge demand for small things, so. Alter! Haut sowas doch nicht rein, wenn Blau in der Nähe ist, ey. Genauso wie. Danke. Genauso wie, Neptune vorhin. Das sah echt so, als ob sie einfach sterben will. Miso. Evil Mama. Oh, das habe ich jetzt nicht gesehen. Ihr könnt nicht einfach so Items in mein Face werfen, ohne Vorwarnung. Nicht sowas wie Texas. I want to play a game, but my mama said no. Okay, ihr werft mir solche Items zu, das passt schon. Now we're having a party? Was? Eden, ha? Huh? Hm. So, dann jetzt. Word. Yellowheart, her alone, I won't ever forgive. A CPU bigger than me must not be allowed to exist. Bigger than you or bigger than your chest? It's been nothing but trouble since Planetune was founded. And when Loe was the only country, it was so peaceful. But I guess a little noise adds some flavor to things. Allerdings muss ich gerade mal überlegen. Yellowheart und Word. Ich glaube sogar, sie hatten dieselbe Größe? Also ich weiß, dass Yellowheart die einzige ist, was Rivalität in der Hinsicht bei Word verursachen kann, aber waren die wirklich größer? Muss ich mal googeln. Und ja, das kann man googeln, indem man einfach aufs Neptune-Wiki geht und sich die drei Maße der Mädels ansieht in den jeweiligen Formen, die da stehen. Weil das wichtig ist. Genau wie es wichtig ist in Anime und Manga, dass man weiß, wann der Geburtstag eines Charakters ist. Und JoJo's Bizarre Adventure. Was die Blutgruppe eines Charakters ist. So viele Franchises unter anderem Sailor Moon. Oder wie zum Beispiel... Nein, es gibt einfach Sachen, die sind eigentlich nicht wichtig. Und diese Three Sizes, finde ich, muss man nicht angeben. Warum? I've been losing for 10 years. Lame. Tja, passiert. 10 years of losing makes me so unmotivated. But when I said that, Noah got super mad at me. Verständlich. Du solltest was unternehmen. I just realized it's been more than 10 years since we came here. I wonder if Uni is okay. I miss her. Warte mal. Neptune ist ja schon länger da als du. 10 Jahre seitdem du da bist. Also ich glaube insgesamt... Dann wären es 13 Jahre seit Neptune hier ist oder 10 Jahre seit Neptune hier ist. Oder wirklich 10 Jahre seit der Gründung von Eden. Iffy and Compa all grown up now. Compa in various ways. Iffy, unfortunately, not so much. Ach ja. Dann gehen wir noch in die andere Nation, bevor wir zu... bevor wir nach Eden gehen. Okay, sieht gut aus. Dengekiko! The Seven Sages rules. I hope they don't apply to game magazines. Snake Hater. Oh man. Lord Mao. I'm a swordsman. Ja, das sehe ich. Nyanya. You're being forced into it. You're being forced into it. Okay. Lord Mao. I never return to the nether world. King of some cosmos.
Thanks. Wow, even Lady Blackheart can't do anything about even. I'm a little disappointed. Hey! Du arbeitest für sie. Unterstütze sie, wie du kannst. So you can take a... Several days later, a 20,000 credit card bill arrived. Ha! Sucks being you, mate. Sucks being you. Politan. Ah, du bist das. Das Plüschtier von Dengekiko, wenn ich mich richtig erinnere. Ist hier irgendwas? Ach Gott, ey. Sie wird schon drüber hinwegkommen. Suspekt? Lick her! Lipki is cute, I want to lick her little nose. It drives me crazy, because at this point she might let me. What? No. Cappy. Cappy knows there are many bees in Eden. What? Does age matter for a magical girl? There wasn't anything about it in the contract. But can you really call a 20-year-old girl? A 20-year-old girl, so then magical woman? No, that won't do. Nah, ist schon in Ordnung. Auch eine 21-Jährige ist ein Magical Girl, wenn sie es will. Oder wenn sie halt wirklich eins ist, dann ist sie es. Kann man machen, was man will. I'm a dear girl. I'm a pocketed monstrosity. Don't make fun of me. Hi, Darmierplex. Erinnert sich jemand an Darmierplex von Pokémon? Dieser komische Hirsch aus der zweiten Generation, also in Johto. Erinnert sich irgendjemand an Darmherplex, dass dieses Ding überhaupt existiert, noch heute? Irgendjemand? Also ich vergesse es manchmal. Du siehst aus wie diese eine hier von Raccoon City aus Resident Evil, diese Sondereinheit. I accidentally summoned myself from another dimension. What? Warst du der Typ, der uns in Reapers 1 erst gegenübergestanden hat und dann uns geholfen hat? Warst du der Typ? ASC2? Da klingelt doch was bei ASC2. Ich wirklich in Eden rein? Vor allem... Boah, sieht das mies hier aus. Es gibt keine Gilde. Es gibt keine Gilde in Eden. Dudel, dudel, blablabla. Was? D-Bag. What is up, my man? Hä? Kuba Kuba Kaka? Was ist los hier mit den Leuten? Whiteheart Magazine, even this place so far removed from Louis, we will still spread our faith in Lady Whiteheart. Cool, wir haben ein paar Leute da drüben. Now that's thinking green. What? 4Gamer Girl. Nice outfit. I'm a 4Gamer Girl. I run the nation's largest gaming information site. I cover international news in addition to domestic. Was? Of course I have info about online games too. Let's be friends. Wait, about domestic. Meinst du damit Domestizierungen? You know. You know. Meinst du solche Sachen oder... oder nicht? Was geht hier vor in Eden? Was ist das für ein Ort?